mal die GoPro gerade angemacht. Ich glaube nämlich, dass es Zivi-Bullen hinter mir sind. Weil die folgen mir gerade auf Schritt und Tritt. Ja, die blinken auch links. Ich habe gerade ein bisschen Schiss, das sind zwei Personen. Ich fahre jetzt einfach zu meinem Safe-Spot. Oh, Bruder. Die fahren so nah auf immer. Wenn da jetzt nicht gleich irgendwas aus dem Fenster gehalten wird, dann weiß ich auch nicht. Ich werde jetzt hier gleich geradeaus fahren und dann zu meinem Safe-Spot. Jo, die sind immer noch hinter mir. Die werden mich verfolgen. Okay, ich bin mir ziemlich sicher, dass das Zivi-Bullen sind. Ich habe das Video gerade beendet, vorhin. Und genau wo ich es beendet habe, ist mir so ein silberner Passat. Zwei Personen, ach du Scheiße, gedacht. Zwei Personen waren das und da war ich mir nicht ganz sicher. Die sind mir sehr nah aufgefahren. Und ja. Die sind mir auf Schritt und Tritt gefolgt. Ich habe erst links geblinkt, die haben auch links geblinkt. Und dann bin ich einfach nach rechts gefahren, aber die sind auch nach rechts gefahren. Das ist eigentlich schon ein Proof dafür, dass das vielleicht Bullen waren oder irgendwelche Leute, die mich einfach nur so verfolgen wollten. Aber Passat sind ja meistens Zivi-Bullen. Keine Ahnung, schreibt mal eure Meinung dazu in die Kommentare, ob ihr glaubt, dass es Zivi-Bullen waren. Aber man hat es ja eigentlich im Rückspiegel gesehen. Ich habe erst später die GoPro angemacht, aber die sind mir wirklich auf Schritt und Tritt gefolgt. Wenn die jetzt nochmal hier rauskommen und mir nochmal hinterherfahren, dann... Okay, die sind nicht mehr da. Die sind irgendwo hingefahren. Okay, ich werde jetzt einfach mal wieder nach Hause fahren. Keine Ahnung, Leute, schreibt einfach einen Kommentar, was ihr dazu sagt. Ob ihr denkt, dass das Zivi-Bullen waren, aber ich bin mir eigentlich ziemlich sicher. Weil wenn ich links blinke und dann nach rechts schnell abbiege und die auch schnell nach rechts abbiegen, dann haben die mich natürlich verfolgt. Dazu sind sie sehr nah aufgefahren und jetzt bin ich halt gerade durch die Pöller da gefahren, wo sie halt nicht mehr hinterherkommen. Deswegen sind die abgebogen, aber schreibt mal eure Meinung dazu in die Kommentare. Ich habe echt keine Ahnung. Es kann auch einfach sein, dass es ganz zufällig war oder einfach Leute, die mich verfolgen wollten. Aber die hatten auf jeden Fall kein Kennzeichen, was hier aus der Nähe kam. Deswegen, keine Ahnung, ich weiß es gerade einfach nicht. Aber ich packe das jetzt einfach nochmal mit ins Video. Ich hatte auf jeden Fall Adrenalin.